Das ist One-on-One auf Sportal.at. Herzlich willkommen. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit dem neuen Nazi-Captain, Stefan Lichtsteiner. Stefan, schön bist du da. Hallo. Stefan, am Wochenende Pokal gewonnen, Double Call. Gratulation dafür. Danke, danke. Das Ende von einer fast perfekten Saison mit Juve. Ja gut, es sind halt die Sachen, die gefordert werden bei Juventus. Natürlich eine hervorragende Saison, so wie wir gestartet sind, ist es schlussendlich nicht erwartet. Aber ja, das Feld von hinten aufgerollt, schlussendlich die Qualität wieder, ist wieder 100% übergekommen von dem Team, auch wenn wir viel geändert haben, anfangs von der Saison. Von dem her, ja, top Saison. Top Saison. Und die Champions League, das hast du verdaut? Ja, natürlich. Denke mir immer noch daran. Das war sehr knapp. Wir haben hervorragend gespielt gegen Bayern. Natürlich ist aber immer noch der Finalpräsent von vor einem Jahr. Wenn man das dann anschaut, wie die Mannschaft im Finale spielt und du bist leider nicht mehr dabei, dann ist klar, dass das halt wieder raufkommt. Aber das gehört dazu. Und jetzt, die Pause ist natürlich extrem kurz. Wie viel Benzin hast du jetzt noch im Tank? Ja gut, ist klar, ist eine sehr strenge Saison gewesen. Da braucht es jetzt ein paar Tage, dass man auch die mentale Frische wieder zurückholen kann. Dann werden wir sicher in der Nazi gut arbeiten, dass man dann 100% fit ist und bereit ist für die wichtigen Spiele. Kommen wir zu dieser Nazi. Was ist für dich eigentlich wichtiger? Oder was bedeutet dir mehr, dass du zum vierten Mal ein grosses Turnier mit der Nazi spielen kannst oder dass du jetzt Captain bist? Nein, als Captain spielt mir gar keine Rolle. Das ist so etwas, wo grösser gemacht wird, als es überhaupt ist. Also es ist jetzt nicht so wichtig, die Position von dem Captain. Wenn wir schlussendlich sehr viele Persönlichkeiten in dem Team haben, die Verantwortung übernehmen, die sich immer einbringen, von dem her, ob jetzt einer Captain ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber schon eher, oder? Ihr ist es sicher, natürlich. Ja. Als Junge haben wir immer für die Nazi spielen. Jetzt ist man Captain von dieser Nazi. Das ist natürlich eine riesen Ehre. Aber schlussendlich ist es jetzt für mich nicht eine Rolle, wo ich sage, die muss ich unbedingt haben, dass ich vielleicht noch weitermache oder nicht. Nein, aber ja. Vielleicht ändert sich ja, wie du sagst, gar nicht so viel. Oder bist du früher auch schon ein Leader gewesen? Es ändert sich nichts. Also für mich persönlich ändert sich nichts. Nein. Darfst du vielleicht ein bisschen mit dem Schiri ein bisschen mehr reden, ohne dass du gerade einen Gehli bekommst, meinst du als Captain? Gut, wie gesagt, ich komme eigentlich inzwischen selten Gehli über wegen Reklamieren. Viel ist halt, wir haben daraus gelernt, viel ist programmiert, viel ist halt bewusst wird's gemacht, damit man halt etwas kann auch ein bisschen provozieren. Von dem her, als Captain kannst du nicht mehr mit dem Schiedsrichter reden, als wenn du nicht hast, die Captain bin. Das kommt immer die Art und Weise darauf an, wie du es machst. Mhm. Kommen wir zu dir. Es gibt ein Foto vom FC Adligenswil, wo du noch ganz klein warst. Da haben wir, glaube ich, Zweiter sind geworden in einem Turnier F-Junioren. Und alle haben gefreut, deine Teamkollegen haben eine Silbermedaille, glaube ich, um den Hals. Und der Stefan Lichtsteiner, der ist ein bisschen traurig nebenher. Ist das vielleicht schon immer deine grösste Eigenschaft gewesen, der Ehrgeiz, dass du einfach mit dem zweiten Platz nicht zufrieden bist? Ja gut, schlussendlich ist das Wichtigste im Fußball ist zu gewinnen. Bei Juventus wird das noch mehr verkörpert. Also das Einzige, was zählt, ist gewinnen. Und für das schlussendlich mache ich den Sport, für das spiele ich Fußball zum Gewinnen und nicht irgendwelche zweiten Plätze zu erreichen. Aber das war schon ganz früh so gewesen, bei dir? Ja gut, früher war es natürlich noch viel extremer gewesen, vor allem auch in allen anderen Sportarten, wo ich jetzt doch ein bisschen lockerer bin wurde im Alter. Aber natürlich im Fußball ist das Einzige, was zählt, ist das Gewinnen. Mhm. Kommen wir zu den Euro. Jan Sommer hat letzte Kritik geäussert über die negative Stimmung aus seiner Sicht, wo herrscht. Er hat gesagt, das macht mich wütend und nervt mich extrem. Ich kann das nicht nachvollziehen. Hat er recht aus deiner Sicht? Ja, ist klar, dass sehr viel Unruhe an die Mannschaft herangetragen wird. Warum auch immer. Es ist ein bisschen schade, weil die Mannschaft es verdient hat, nach den Leistungen, die man in den letzten Jahren auch in den Qualifikationen gezeigt hat, dass die Mannschaft unterstützt wird. Ist klar, dass wir selber auch wissen, dass wir in den letzten Vorbereitungsspielen nicht wirklich gut gewesen sind. Aber das ist halt auch ein Weg, den die Mannschaft machen muss. Es ist eine Phase. Für das sind die Testspiele da, dass man sich weiterentwickelt, wo man vielleicht halt mal einen Schritt zurück macht, dass man dann zwei Schritte vorwärts machen kann. Und von dem her verstehe ich den Jan sehr, aber das ist leider etwas, was im Fußball oder im Leben halt immer so sein wird. Von dem her müssen wir das ausblenden, an uns glauben, weil die Qualität haben wir enorm. Und ich bin auch überzeugt, dass wir ein sehr gutes Turnier machen werden. Mhm. Er hat auch die Rolle der Medien angesprochen dort.
Muss man nicht ein Stück weit einfach damit leben, so ein bisschen Bad News auch Good News? Oder du kennst das natürlich auch extrem aus Italien. Ja, natürlich muss man damit leben, aber ich finde auch, dass man auf Seite von der Presse einen gewissen Respekt muss haben, dass man auch Sachen überbringt, wie sie auch wirklich sind und nicht einfach nur zum dann halt, ja, wir verstehen, dass die Presse sich auch verkaufen muss. Auflage und so weiter, Einschaltquote, aber trotzdem finde ich, dass ein gewisser Respekt, eine gewisse Journalistenethik trotzdem muss da sein, damit man nicht einfach über Sachen berichtet, die schlussendlich nicht so sind. Mhm. Die Euro, die sportlichen Ziele sind natürlich immer interessant. Was denkst du, was ist möglich? Möglich ist alles mit dem Team und im Fußball sowieso. Wenn man daran glaubt, wenn man 100% Leidenschaft reinbringt, arbeitet und eine Einheit ist, vor allem mit der Qualität, die wir haben, dann ist alles möglich. Mhm. Berami, dein Teamkollege, hat gesagt, er will eigentlich historisch arbeiten. Und das letzte Mal, ja, kann man sagen, ein Achtelfinale hat man können spielen. Das heisst, die Leute würden jetzt eigentlich schon ein bisschen mehr erwarten. Aber das wär das ein Exploit oder wäre das das, was auch wir dürfen erwarten? Gut, die Anforderungen von unserem Team an sich selber, die sind extrem hoch. Darum gehört auch vielfach, dass die Spieler halt wirklich Grosses erreichen wollen. Das sind die Ambitionen, das sind unsere Ziele. Dass die Anforderungen von außen immer grösser werden, das sind wir uns auch gewohnt. Von dem her, wie gesagt, wir sind bereit für das Turnier. Wir haben jetzt noch 2-3 Wochen der Zeit, wo wir auch den Feinschliff holen können. Aber wir werden die Schweiz stolz machen. Der Diego Benaglio, der war 30, als er den Rücktritt aus der Nazi bekannt gegeben hat. Du bist jetzt 32. Müssen wir befürchten, dass das dein letztes Turnier ist? Nein, ich glaube nicht. Ich habe eigentlich schon im Vorfeld gesagt, dass ich mich sehr wohl fühle. Ich bin mental fit, ich bin körperlich fit. Solange das so ist, mache ich weiter und werde sicher noch die nächste Kampagne mitmachen. Aber du hast auch schon gesagt, der ständige Druck, oder, den du hast, natürlich auch mit Juve, wenig Freizeit, Familie, Kind, die du natürlich hast. Es wäre schon schön, mal ein bisschen mehr Pause zu haben. Und Diego Benaglio ist genau wegen dem ja auch zurückgetreten aus der Nazi. Ja gut, als Fußballer musst du halt einfach auch bewusst sein, Pause hast dann nachher. Und dann kannst du den Sport nicht mehr machen, dann kannst du den Sport als Beruf nicht mehr so machen, wie du jetzt machen kannst. Und das ist für mich halt schon extrem wichtig. Ich habe vielleicht auch mit dem zu tun, dass ich halt mit dem Problem am Herz, das ich hatte, wo mir alles wieder ein bisschen bewusster geworden ist, was du hast, was an dem Sport hast, wo deine grosse Leidenschaft ist, wo ich seit Jahren dafür lebe, 100% dafür lebe. Und ja, von dem her möchte ich es eigentlich noch so lange genießen, wie ich es kann, wenn ich mich gut fühle, wenn ich am Kopf bereit bin, zum Tag für Tag für den Sport zu leben, was halt dazu gehört, mit dem Ganzen, was von außen getragen wird, mit der Ernährung, mit dem Schlafen, mit auf viele Sachen halt auch verzichten, die man dann halt nachher machen kann. Solange das die Voraussetzungen stimmen, mache ich das gerne noch weiter. Mhm. Du hast schon sehr viel erlebt natürlich jetzt als Fußballer, grosse Trainer gehabt, bei verschiedensten Clubs gewesen. Und du bist einer, der auch ein über den Tellerrand raus schaut. Könntest du dir vorstellen, nach der Karriere mal als Trainer zu arbeiten? Ja, ich glaube schon. Aber es ist jetzt noch ein bisschen früh, um das dann das schon definitiv zu sagen. Aber ich glaube, dass die Voraussetzungen, um ein guter Trainer zu werden, da sind. Spiel ist für mich das schönste Spiel, das es gibt. Ich schaue gerne Fußball, spiele extrem gerne Fußball. Auch auf dem Level, wo der Druck manchmal über die Freude rauswächst. Aber ja, die Voraussetzungen sind da und von dem her glaube ich schon, dass ich sicher in diesem Bereich weitermachen werde, Trainer oder sonst irgendetwas, das sehen wir dann. Aber du hast einmal gesagt, es würde ich eigentlich schon mal freuen, so 2-3 Jahre, vielleicht eben dann nach der Karriere, einfach mal ein bisschen weniger. Also wäre das vielleicht auch eine Option, um einfach zu sagen, jetzt schalte ich mal richtig ab und dann schauen wir erst weiter. Ja gut, natürlich. Das ist auch ein bisschen Voraussetzung, muss schon die ganze Diplome auch noch machen. Von dem gibt es dann einen Weg zurückzulegen, wo dann auch trotzdem ein bisschen Distanz zum Fußball hast, wo du vielleicht auch auf menschlicher Basis wieder ein bisschen etwas gibt. Eben weniger Druck natürlich. Ich hätte noch ein paar Sätze, die du bitte würdest beenden für uns. Und zwar der erste. Das Wichtigste während der EM-Vorbereitung ist? Ja, die Vorbereitung. Ja, was ist das Wichtigste? Natürlich die ganzen Trainings, die Mannschaft noch mehr zu einer Einheit zusammenzubringen und halt den Hunger, die Lust, um Grosses zu erreichen, wirklich zu wecken. Zu wecken.
Der Breel Embolo hat an den Euros Potenzial um? Um viel Goal zu schiessen. Ja, gut, das ist jetzt ein Satz, der schwer ist zu beenden. Breel ist ein hervorragender Fußballer, hat eine sehr gute Saison gemacht. Schweizer Meister wurde mit dem FC Basel. Hoffen, dass er fit wird, dass er 100% fit wird für die EM. Und dann wieder eine sehr wichtige Rolle spielen für uns. Mhm. Wenn wir jetzt vor dem Spiel gegen Frankreich wären und du triffst ja dann sicher den Paul Pogba in der Kabine, also im Spielertunnel. Wenn ich Paul Pogba im Spielertunnel sehe, sage ich ihm? Ja, sage ich ihm hoi natürlich. Sehr guter Kollege. Wir sind jetzt seit 4 Jahren zusammen. Wir sind durch dick und dünn gegangen, viele Probleme gehabt. Jetzt diese Saison zusammen gelöst haben auch. Und ja, er und der Patrice sind für Frankreich extrem wichtige Spieler, in extrem grossen Druck von der Haus. Von dem her sagen wir hoi und wünschen ihm alles Gute fürs Spiel. Mhm. Und der letzte Europameister wird? Der wird Europameister, das weiß ich nicht, das kann er nicht sagen. Ich hoffe, dass wir ganz weit vorne dabei werden. Das ist so ein bisschen mein Traum. Und, ja, ich sage dir, mein Traum ist die Schweiz und ich mache alles dafür, dass der Traum in Erfüllung geht. Ich weiss, das sind Ambitionen oder sehr grosse Träume, aber wie gesagt, wenn man sich für seinen Traum lebt, dann gehen sie manchmal auch in Erfüllung. Gut, hoffen wir, dass alles klappt. Danke vielmals, Stefan Lichtschein, fürs Gespräch. Das war es für One-on-One in dieser Woche. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.